Dies ist der zweite Teil meiner dreiteiligen Serie zu meinem Vortrag SEO in Zeiten von Web3. In diesem Vortrag schauen wir uns die Insights eines bereits existierenden Metaverse am Beispiel von Roblox an. Wer nicht weiß, was ein Metaverse ist oder warum Roblox ein Metaverse sein sollte, der sollte sich unbedingt meinen ersten Teil anschauen, um zu erfahren, was denn eigentlich ein Metaverse ist. Und falls du der Meinung bist, dass Roblox eigentlich überhaupt gar kein Metaverse darstellt, zumindest nicht das, was du dir darunter vorstellst, dann schreib es doch gerne in die Kommentare und lass uns darüber diskutieren. Nun aber zum eigentlichen Thema, zu Roblox. Vielleicht sagst du jetzt, oder sehr wahrscheinlich vermutlich, sagst du jetzt, Roblox, das kenne ich überhaupt gar nicht. Warum redest du darüber und wieso sollte ich mich überhaupt um Roblox kümmern? Das wirst du in genau diesem Video erfahren. Und warum du es nicht kennst, kann ich dir einfach beantworten. Fast 50% aller Nutzer sind unter 13 Jahre. Zumindest war das so im Jahr 2018, denn dort wurden die Daten im Rahmen des Roblox Investor Days präsentiert. Man kann sehr gut erkennen, dass ältere Zielgruppen in Roblox noch deutlich unterrepräsentiert waren. Ich spreche bewusst von waren, denn wenn man sich die Nutzerentwicklung der täglich aktiven Nutzer anguckt, dann kann man daraus schlussfolgern, dass dies schon lange nicht mehr so ist. Aktuell hat Roblox ca. 52 Millionen täglich aktive Nutzer. Das sind also all jene Nutzer, die wirklich jeden Tag sich in das Spiel einloggen und dort Zeit verbringen. Vielleicht hören sich 52 Millionen für dich nicht viel an, aber wenn man bedenkt, dass auf der Erde ca. 5 Milliarden Menschen Zugriff auf das Internet haben, dann sind 50 Millionen 1% aller Menschen, die eben internetfähige Geräte besitzen. Und diese benutzen bereits heute jeden Tag ein Metaverse. Für den Fall, dass du Roblox nicht kennst, hier eine kurze Einführung. Roblox ist vertreten in so ziemlich jedem App Store, kann auch auf dem Desktop gespielt werden, aber auch auf diversen Konsolen. Am Beispiel des App Stores sieht man, dass es bereits über 500 Millionen Downloads dieses Spiels gibt, nur für Android-Geräte, und es über 32 Millionen geschafft haben, eine Bewertung von 4,4 von 5 möglichen Sternen zu erreichen. Direkt im Trailer nennen sie auch schon das elementare Element von Roblox, Created by a Global Community. Dies bedeutet, man kann eigene Welten erschaffen, aber man kann auch mit anderen in deren erschaffenen Welten teilnehmen. Aber vielleicht ist diese Beschreibung noch etwas abstrakt, deswegen schauen wir uns einmal den offiziellen Trailer aus dem Jahr 2020 an. Wie man im Trailer erkennen konnte, ist Roblox eine riesige Welt. Dabei ist es nicht zu verwechseln mit Open-World-Games, wo man sich in einer riesigen, vorgenerierten Welt frei bewegen kann, sondern es gibt eine Reihe von sogenannten Experiences, in denen man bestimmte Aktivitäten vollziehen kann. Zum Beispiel einen Baumodus oder man hat auch gesehen, Spiele oder eigene Welten zu erschaffen. Gerade die Information, wie viele Stunden verbringen Roblox-Nutzer innerhalb dieser virtuellen Welt, sind sehr faszinierend. In dieser Darstellung sieht man einmal die täglichen Nutzer von Jugendlichen unter 13 Jahren oder von Jugendlichen unter 18 Jahren im Vergleich zu anderen Content-Providern. Die Daten sind aus Vor-Corona-Zeiten, aber man kann sich vorstellen,
dass der Unterschied immer noch stark ist. Nicht mehr so stark wie hier abgebildet, aber zumindest einen sehr, sehr großen Anteil an der Nutzungsdauer hat. Roblox selbst existiert seit ca. 2006, wurde in diesem Jahr gegründet und ist seit 2018 Cashflow-positiv. Das bedeutet, sie verdienen mehr, als sie ausgeben. Das ist ein Erfolg, den gestandene soziale Netzwerke auch heute teilweise noch nicht erreicht haben. Um sich die Zahlen einmal etwas genauer zu verdeutlichen, hier ein paar Auszüge aus dem zweiten Quartalsbericht 2022. Der Umsatz betrug beispielsweise fast 600 Millionen Dollar, eine Steigerung von 30%. Werbepartner haben über 600 Millionen Dollar für Werbung ausgegeben und insgesamt wurden über 11 Milliarden Stunden in diesem Spiel verbracht. Jeder der 52 Millionen täglichen aktiven Nutzer gibt im Durchschnitt 12,25 Dollar aus. Damit kann man in dem Spiel beispielsweise Kleidungsstücke oder auch unterschiedliche Aktivitäten kaufen. Im Jahr 2021 betrug dieser Wert noch knapp 15 Dollar, was aber auch dem geschuldet ist, dass es dort weniger tägliche aktive Nutzer gibt. Mit einer steigenden täglichen Nutzerzahl aus unterschiedlichen Kaufkraftregionen sinkt verständlicherweise auch die durchschnittliche Ausgabe pro Nutzer. Warum dieses in Anführungszeichen Kinderspiel so relevant für die Zukunft ist, zeigt der folgende Fakt. Our fastest growing demographic group is 17 to 24 year olds. Das bedeutet, die am größten wachsende Kohorte innerhalb des Spiels sind die 17- bis 24-Jährigen. Diese Aussage stammt von Anfang 2022 und bezieht sich auf das Geschäftsjahr 2021. Mit dem zunehmenden Alter der Nutzer wird dieses Metaverse natürlich auch deutlich interessanter für unterschiedlichste Werbepartner, aber auch für Entwickler. Der durchschnittliche Nutzer besucht 40 einzigartige Experience. Nochmal zur Erinnerung, Experience sind die Aktivitäten, die man innerhalb von Roblox auswählen kann und durchführen kann. Das können Spiele sein, aber es können auch Chatrooms sein, Rollenspiele oder ähnliches. In Bezug auf die Experience gibt es aber auch klare Favoriten. Experience that simulate real-life activities such as school and family dominated the list of the most popular genres on Roblox in 2021. Got twice as much engagement time from the year before. Durch das steigende Durchschnittsalter der Nutzer geht das Engagement, also die Aktivität, die man innerhalb von Roblox verwendet, mehr Richtung Role-Playing Games und nicht mehr Richtung reine Spielaktivitäten. Es zeigt, wie stark sich ein Nutzer mit seinem Avatar identifiziert und mit diesen auch einen Alltag erleben möchte. Dass sich der Nutzer auch wirklich mit den Avatar verbunden fühlt, zeigt, dass 20% aller täglich aktiven Nutzer jeden Tag ihre Kleidung und ihr Aussehen verändern. Es existiert also schon ein Universum, ein Metaversum, in dem man sich wirklich für eine andere Person ausgeben kann, spielen kann, realisieren kann. Und dass diese Art der Interaktion erst der Anfang ist, das zeigt die Roblox Developer Conference. Diese fand im September 2022 statt und war das bisher größte Event dieser Art. Die Developer-Konferenz war eine Invite-Only-Konferenz, das bedeutet, wenn man als Developer an Roblox partizipiert, hat man eine Einladung erhalten und konnte sich dort über die Vision und die Zukunft von Roblox informieren und sich entsprechend darauf einrichten und ausrichten. Die Keynotes und einige Vorträge findet man bei YouTube, dort kann man sie sich gerne anschauen, um zu sehen, wohin denn eigentlich der Blick der Entwickler und der Firmengründer geht. Ein paar der wichtigsten Features sind aber auch in dem entsprechenden Blogpost zur Roblox Developer Konferenz beschrieben. So wird im kommenden Jahr ein großer Fokus auf das immersive Erleben von Räumen gelegt. Man bekommt die Möglichkeit, mit Personen in seiner Nähe zu kommunizieren, aber auch, dass die Mimik, die man vor dem Handy oder vor dem Spielegerät hat oder vor dem Desktop, auch auf die Avatare übertragen wird. Es bleibt dabei aber nicht nur bei der Mimik, sondern es gibt sogar komplette Gesture-Controls, mit denen man die Avatare mit Hilfe der Kamera steuern kann. Dieses Video zeigt sehr eindrucksvoll, wie in Echtzeit die Bewegungen übertragen werden können. Roblox ist damit das erste Metaverse, das sich von der Idee verabschiedet, dass man eine schwere Brille oder ähnliches auf dem Kopf trägt.
Durch einfache Kameraaufnahmen des Geräts, an dem man spielt, können diese Bewegungen an den Avatar übertragen werden. Dadurch hat man natürlich noch eine Einschränkung, dass man auf einen Bildschirm schaut und entsprechend die reale Welt um sich herum hat, aber in meinen Augen ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis auch dafür Konzepte geschaffen werden, die dieses Problem lösen. Gerundete Monitore gibt es schon heute. Die nächste logische Erweiterung wäre, dass es 180-Grad-Monitore gibt, in denen man sich praktisch in die Mitte zentriert reinsetzt und dadurch eben kein Gerät hat, sondern die gesamte virtuelle Realität um sich herum wahrnehmen kann. Wir können also festhalten, nicht das, was Mark Zuckerberg als Metaverse dargestellt hat, ist das Metaverse, das es in der Zukunft geben wird. Es ist natürlich ein erster Schritt, aber es ist ein Schritt, den andere Firmen mittlerweile schon längst gegangen sind und eine Nutzerschaft haben, die es gelernt hat, in dieser Welt zu interagieren. Roblox zeigt das sehr eindrucksvoll. Natürlich ist Roblox nicht das einzige Unternehmen, das sich mit virtuellen Welten beschäftigt. Jedes große AAA-Spiel, das heutzutage kostenfrei auf dem Handy verfügbar ist, ist ein Open-World-Szenario, in dem es nur noch ein kleiner Schritt ist, um unterschiedlichste Avatare in dieser Welt zusammenzuführen. In dem Fall natürlich immer auf ein Ziel gerichtet, nämlich auf ein spielerisches Ziel und nicht als freie Gedankenwelt, wie es Roblox konzipiert hat. Und man muss an dieser Stelle nochmal betonen, dass mittlerweile die Kohorte der 17- bis 24-Jährigen größer ist als die Kohorte der 9- bis 12-Jährigen. Dieser Change in der Nutzergruppe hat innerhalb von 4 Jahren stattgefunden und führt dazu, dass sich das gesamte Unternehmen auf diese Kohorte der älteren Teilnehmer mittlerweile konzentriert und Möglichkeiten der Interaktion baut. Dass diese Möglichkeiten schon existieren, zeigen eindrucksvoll die unterschiedlichen Brands, die bereits Partnerschaften oder eigene Experiences innerhalb von Roblox haben. Dazu gehört zum Beispiel das Nike Land, aber auch Gucci oder die Darstellung der Fashion Awards. Ähnliches gab es auch vor kurzem innerhalb von Minecraft, aber dort eben auf speziellen Servern, die man explizit ansurfen muss. Neben der Vermarktung von eigenen Experiences gibt es mittlerweile auch Möglichkeiten, als Online-Advertiser Werbung innerhalb von Roblox zu schalten. Diese Ankündigung ist relativ frisch und bietet enorme Werbemöglichkeiten für Firmen, deren Zielgruppe sich in Roblox befindet. Dies war nur ein kleiner Teil der wichtigsten Zahlen, die Roblox aktuell veröffentlicht und das Wachstum und die Möglichkeiten von einem Metaverse beschreiben. Sie zeigen aber auch, dass es eine nachwachsende Generation gibt, die mit diesem Metaverse aufwächst und dieses auch schon aktiv erlebt. Diese Generation wird die Zukunft des Internets aktiv mitgestalten. Durch die hohe Aktivität und die hohe Engagement-Time, die ein einzelner Nutzer innerhalb des Netzwerks verbringt, kann man sich sicher sein, dass die Einflussnahme der Metaverses auf das Online-Marketing und allgemein auf die Suchmaschinenoptimierung in Zukunft einen Einfluss haben wird. Falls dir dieses Video gefallen hat, lass gerne ein Like da und abonniere den Kanal, denn dann verpasst du nicht den dritten Teil, in dem ich die Schlussfolgerung ziehe, welche Konsequenzen für Online-Marketing und SEO aus den Metaverses und dezentralen Internet entstehen. Falls du eine andere Meinung hast oder Anregung, so hinterlass doch gerne einen Kommentar und ich freue mich darauf, mit dir zu schreiben.